meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr seht, gibt es heute keinen Vlog, sondern einen DM-Haul. Wenn ihr diesen DM-Haul anschaut, sind wir nämlich gerade in Kroatien, in unserem wohlverdienten Familienurlaub. Und dass ihr natürlich was zu glotzen habt, habe ich euch ein paar Videos vorgedreht. Also ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir ja ein paar Gedanken gemacht, was könntet ihr angucken, während wir so im Wasser rumplanschen. Und deswegen gibt es jetzt heute einen DM-Haul für euch. Der DM-Haul beinhaltet zum einen Sachen, die wir auch im Urlaub brauchen, aber auch die ganz normalen Lumeluru Basics. Und ich fange einfach mal an. Es ist ein ganzer Korb geworden. Oh, ein ganzer Reisentierkorb voll. Und ich wünsche euch wie immer bei meinen Videos ganz viel Spaß. Als allererstes habe ich nochmal eine Packung Windeslips für Luna gekauft. Ihr wisst ja, Luna ist trocken, außer in der Nacht. Da ist sie noch nicht trocken und deswegen brauchen wir immer für nachts noch eine Windel. Allerdings habe ich irgendwie den Eindruck, dass es jetzt auch nachts langsam anfängt, dass ihre Blase es länger aushält, gefüllt zu sein. Also früh ist eigentlich nicht mehr viel in ihrer Windel drinnen. Von daher denke ich, das wird jetzt so die Endphase sein und dann ist sie auch nachts trocken. Luna wird jetzt im Oktober 4 Jahre alt, aber ich mache ihr da keinen Stress. Mein Kind muss nicht auf Platz 1 sein im mein Kind ist trocken. Mein Kind wird es schon irgendwie machen, so wie alle Kinder das irgendwann machen. Und deswegen mache ich ihr da 0, nada Stress. Als nächstes musste ich bei DM feststellen, dass meine heißgeliebten Trocknertücher anscheinend vom Sortiment genommen worden sind und durch die hier ersetzt worden sind. Also sie sind auf jeden Fall umweltfreundlicher, weil sie in einem Pappkarton verpackt wurden. Aber sie duften halt auch anders. Ich habe sie jetzt mal mitgenommen. Sie riechen auch sehr lecker, aber sie riechen schon anders wie meine heißgeliebten Trocknertücher. Und ich bin gespannt, ob sie in diesem Pappkarton auch lange ihren Geruch halten. Weil es ist irgendwie ein bisschen so eine ölige Konsistenz. Genau, hier steht es nämlich auch, Überhitzung oder Überladung des Trockners können zu kleinen Ölflecken führen. Also dieses Tuch ist so ölgetränkt. Es riecht auf jeden Fall schon gut, aber nicht so gut wie die alten. Nennt sich Fresh Breeze, also frische Brise und soll auch das Bügeln erleichtern. Ich bin gespannt, eine Ladung habe ich schon damit gewaschen, habe jetzt irgendwie geruchstechnisch nicht so wirklich was feststellen können. Und das konnte man bei den alten Tüchern nämlich auch. Also ich bin gespannt, ob sie meine Testphase überleben oder ob ich sie dann als Basic quasi rausschmeißen muss. Dann ein absolutes Steff-Basic geworden, weil ihr wisst ja, ich habe einen Kleckerfrosch zu Hause, ist dieses Fleckenspray vom Denk mit, also sprich Eigenmarke DM, und ich muss euch wirklich sagen, ich habe alles ausprobiert, ja, auch dieses teure Silit Bang als Spray, als Pulver, obwohl ich es als Pulver total nervig finde, weil ich es eigentlich praktisch finde, wenn du was vollgekleckselt hat, sprühe ich damit drauf, lasse es einwirken und wasche es dann. Aber irgendwie sind nie Flecken rausgegangen und es nervt mich einfach, ja. Gerade im Kindergarten kleckert Luna sehr, sehr viel und irgendwann ist halt ein T-Shirt neu und soll auch erstmal neu bleiben. Und ich bin halt auch nicht so eine Mami, habe ich ja schon öfter gesagt, die ihrem Kind einen Latz anzieht, wenn es Erdbeer ist, weil es jetzt ein Tommy Hilfiger Oberteil anhat. Sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, bevor ich wieder vom Thema abschweife, das Denk mit Vorwaschspray kann ich euch nur empfehlen. Ich habe wirklich Flecken rausbekommen, wo ich nicht gedacht habe, dass ich die jemals wieder aus Lunas T-Shirt rausbekomme. Ich sprühe es drauf, lasse es manchmal sogar einen Tag einwirken und wasche es dann erst. Manchmal sprühe ich es drauf, lasse es 5 Minuten einwirken und wasche es. Also ich habe wirklich schon die hanebüchesten Flecken aus Lunas Klamotten damit rausgekommen. Ja, ganz unspektakulär, 90 Kosmetiktücher, seidenweich, dreilagig von Ebelin. Die werden mit in den Urlaub wandern, einfach zum Nase schniefen. Ist ja doch bei uns irgendwie jeden Früh gang und gäbe, dass wir uns nach dem Gesicht waschen, irgendwie die Nase putzen. Und deswegen brauchen wir sowohl hier im Headquarter als natürlich auch im Urlaub Kosmetiktücher zum Nase schniefen. Das zweite Mal dürfte jetzt in den Einkaufskorb wandern, weil es Flo überzeugt hat, ist dieses Männerduschgel von Balea Man. So sieht das aus. Nennt sich Balea Man Sensitive Duschgel 3-in-1 Körper, Gesicht und Haar. Er findet es super, also er findet es auch super für seine Haare. Flo hat ja nicht gerade kurzes Männerhaar, sondern der hat ja schon eine Wolle auf dem Kopf sitzen. Es pflegt seine Haare sehr gut, es pflegt seinen Körper sehr gut, also er kommt damit gut zurecht.
Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine günstige Alternative zu diesem ganzen Axe and so on Sortiment, das es da draußen für Männer gibt. Und ich finde, es riecht auch total lecker. Und ihr wisst doch, ich bin immer so empfindlich, wenn es Gerüche angeht. Also ich finde es ganz schlimm, wenn jemand nach meiner Nase halt ein ekliges Deo oder ein ekliges Duschgel oder so verwendet. Was natürlich im Sommer, sowohl im Urlaub als auch daheim nicht fehlen darf, ist ausreichend Sonnenschutz. Und dann habe ich für uns diesmal, hatte ich letztes Jahr auch schon und es hat mich ultra überzeugt, auf Empfehlung von Ali gekauft, Nivea Sun Schutz und Frische, schnelles Einziehen, ein wasserfestes Sonnenspray mit sofortigem Schutz in Lichtschutzfaktor 30. Wir verwenden keinen 50er Lichtschutzfaktor, auch nicht für Luna. Haben wir festgestellt, verträgt sie irgendwie schlechter mit ihrer Haut, egal von welcher Firma, als wenn wir einen 30er nehmen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ja, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, das muss einfach jedes Elternteil selber wissen, wie er sein Kind quasi gegen die Sonne schützt oder auch der Sonne aussetzt. Also Luna ist nie stundenlang in der Sonne und deswegen reicht uns hier auch ein 30er. Aber wie gesagt, da kann man drüber diskutieren, muss man jetzt aber auch gar nicht. Ja, deswegen ist es mit in den Einkaufswagen gewandert. Letztes Jahr hatten wir es auch schon dabei, unter anderem aber auch eine etwas teurere Daylong Sonnencreme aus der Apotheke. Und das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, darauf hat Luna wirklich reagiert. Leider Gottes war es so. Sie hat einen ganz blöden Ausschlag so an den Oberschenkeln bekommen, auf der Oberschenkelinnenseite. Und als wir mit ihrem Wasser waren, haben wir uns schon gewundert, warum Luna auf einmal so das Brüllen anfängt. Und dann haben wir natürlich gesagt, oh shit, das Salzwasser brennt natürlich total und sie hatte auf einmal diesen ganz komischen Ausschlag. Wir haben es dann durch dieses Sonnenspray ausgetauscht und hallo, gibt's was Besseres? Das Kind stellt sich vor euch hin. Das ist ja sogar transparent. Ihr benetzt es ausreichend mit diesem Spray, verschmiert es immer ein bisschen und dann ist euer Kind eingecremt und kann sofort ins Wasser hüpfen. Also wirklich auch eine absolute Kaufempfehlung, dieses Sonnenspray. Und weil wir gerade beim Sonnenschutz sind, habe ich euch in einem anderen Video schon gezeigt, habe ich jetzt aber nochmal nachgekauft, weil natürlich schon ein paar schöne deutsche Sommertage dabei waren und wir dann die Sonnencreme schon aufgebraucht hatten oder fast aufgebraucht und sie reicht uns jetzt nicht mehr für den Urlaub, ist einmal die Hawaiian Tropic Satin Protection. Mit auch eben Lichtschutzfaktor 30. Wenn wir schon beim Thema Urlaub sind, ich habe von Aeroxon zwei Ameisenköderdosen mitgenommen, weil es in Kroatien auf dem Campingplatz schon sein kann, dass die eine oder andere Ameisenstraße mitten durchs Vorzelt läuft oder eben auch gerade da, wo, naja, Lebensmittel sind, sich öfter mal Ameisen auftun, also und dann nicht in kleiner Anzahl, weil das finde ich eigentlich gehört zum Campen mit dazu. Genauso wie, dass man immer gucken muss, ob vielleicht eine Ohrenhöhle irgendwo steckt. Aber wenn es überhand nimmt, haben wir immer als, sage ich jetzt mal basic im Wohnwagen rumfliegen, Ameisenköderdosen und deswegen mussten die auch wieder mit. Ganz unspektakulär, aber eben auch für den Urlaub habe ich Grill- und Kaminanzünder gekauft. 32 Würfel, Holzwürfel mit Wachs getränkt, also aus der Styx Öko-Line. Wir grillen unwahrscheinlich viel in Kroatien, also es ist wirklich so, wir gehen entweder essen oder grillen, also wir grillen unwahrscheinlich gerne Cevapcici oder auch, die haben auch mega, mega leckeres Rindfleisch and so on und da brauchen wir natürlich Grillanzünder und deswegen mussten die beim DM mit. Luna hat für zu Hause, aber auch für den Urlaub natürlich wieder ein Duschgel gebraucht und da haben wir total gerne diese Robbe von HIP, schon von klein auf, HIP Shampoo und Dusche, sensitive. Keine Tränen, Baby, sanft, besondere Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Ihr wisst ja, dass Luna ein kleines Problemkind mit ihrer Haut ist und ich da wirklich aufpassen muss. Das verträgt sie super gut von der Haut, es reinigt sehr gut ihre Haut und es reinigt super gut ihre Haare. Es brennt zwar trotzdem in den Augen, also zumindest behauptet Luna das, wenn mal beim Haarewaschen Schaum in die Augen kommt. Aber Luna behauptet viel, wenn der Tag lang ist. Von daher weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt. Aber das haben wir auf jeden Fall gebraucht, weil im Urlaub wird natürlich sehr viel geduscht, nämlich jeden Tag. Das ist bei uns zu Hause ja anders, da wird Luna ja nicht so oft geduscht oder gebadet. Aber im Urlaub durch den Sonnenschutz and so on, weil wir halt auch einfach den ganzen Tag draußen sind und schwitzen, wird natürlich jeden Tag geduscht. Und deswegen muss ich ultra aufpassen, was nehme ich damit an Körperpflegeprodukten. Nicht, dass Lunas Haut drunter leidet. Nicht für den Urlaub, aber für die Lomello Wuschen Toiletten, wisst ihr ja, liebe ich die WC-Ente frische Siegel, weil ich diese Körbchen, die man reinhängt, ultra finde. Also ich finde die irgendwie so unhygienisch.
Und deswegen habe ich eine frische Siegel und da hat sich einfach als, ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Duftnuancen bei meinem WC-Siegel. Ihr wisst ja mit meinem Klo, das ist immer so eine Sache für sich, ausprobiert. Aber die Limone hat sich als Bestes herauskristallisiert. Das ist wirklich so. Tja, da war mal wieder der Akku leer bei mir, Profi. Als nächstes ein Duschgel. Ihr wisst ja, ich stehe total auf Duff. Ich verwende es als Deo, aber habe es jetzt auch als Duschgel für mich entdeckt, auf Empfehlung meiner Mom. Und habe entdeckt, und da war ich jetzt auch so ein Limited Edition Opfer, wie man das ja hier auf Social Media nennt. Limited Edition Summer Breeze. Ja, hat auch dieses ein Viertel Pflegecreme, also diese Feuchtigkeitscreme drin. Und es ist wirklich so, seitdem ich mich mit Duff dusche, muss ich mich nicht jedes Mal nach dem Duschen einschmieren. Und ich bin schon auch jemand, ich habe schon auch sehr trockene, naja, Körperhaut, sage ich jetzt mal. Also es geht eigentlich oder ginge eigentlich nicht, dass ich mich nach dem Duschen einfach nicht einschmiere. Aber mit dem geht es. Und diese Limited Edition Summer Breeze riecht echt lecker, auf jeden Fall frisch. Ich denke, ich werde es mit in Urlaub nehmen. Das ist so ein absoluter Urlaubserfrischungsduft, wenn ich bei 35 Grad Camping dann abends duschen gehe und gut riechen möchte. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie lange es gibt. Ich denke mal, es wird halt so eine Sommer-Edition sein. Also, falls es euch interessiert, schnappt es euch schnell. Ja, weil wir schon bei Limited Edition Opfer sind, bin ich nochmal bei Nivea auf Limited Edition reingefallen. Und zwar nennt sich diese Take Me to Thailand Frangipani Duft. Und da gibt es mehrere. Take Me to Hawaii, Take Me to Schlag mich tot. Und ich habe mir von der Nase hier Take Me to Thailand ausgedacht. Also, es hat als Grundduft, würde ich jetzt mal behaupten, diesen typischen Nivea-Duft mit blumiger Überlagerung. Boah, wie so ein Profi, wie ich mich ausdrücke. Auf jeden Fall riecht es sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf, damit zu duschen, aber es ist halt eben auch so ein Duschgel für die Sommermonate. Für den Winter ist es nichts da. Ist es dann fast schon ein bisschen zu frisch. Was ich hier im Headquarter brauche, aber natürlich auch im Urlaub, ist mein Balea zarter Reinigungsschaum. Der hat sich bei mir einfach total bewährt, mein Gesicht damit zu reinigen, morgens und abends zusammen mit meiner Klinikreinigungsbürste. Und ja, ich nehme da immer die normale bis Mischhaut, da gibt es glaube ich noch eins für trockene und empfindliche Haut, aber ich bin eher so der in der T-Zone fettende Mensch, von daher muss ich da immer ein bisschen aufpassen, sonst überpflege ich meine Gesichtspartie und reagiere dann sehr, sehr stark mit Mitessern und Pickel und so weiter. Ist echt cool, also kommt halt so aus einem Pumpi raus, aber ist dann so ein Schaum und das liebe ich halt total. Also so Waschgele haben bei mir eigentlich eher ausgedient. Vom Geruch her finde ich es auch in Ordnung. Ja, es ist schon ein bisschen verwendet. Ich habe nämlich diesen DM-Einkauf schon ein bisschen länger hier rumliegen. Was wir auf jeden Fall in den Urlaub mitnehmen, sind feuchte Waschlappen von Babylove. Aber nicht in dieser großen Packung, sondern es reichen mittlerweile diese kleinen Packungen. Luna ist ja doch jetzt schon älter und man kann ja auch mal sagen, so jetzt gehst du mal deinen Mund waschen und so weiter. Aber wenn wir unterwegs sind, gerade auch bei der An- und Abreise, wir fahren ja doch hoffentlich maximal 8 Stunden mit dem Auto, dass man da einfach zwischendurch mal ihr Mündchen abwischen kann oder. Oder wenn wir halt irgendwelche Ausflüge machen und sie schlabbert ein Eis oder so, es ist ja dann nicht überall immer eine Toilette zur Hand, wo man schnell mal Hände waschen kann. Ich finde die wirklich super gut, die begleiten uns schon die ganzen Jahre. Seitdem ich Mama bin, habe ich mal bei Anna und Klausi Mausi in einem DM-Haul gesehen und ja, ist dann auch zu einem absoluten Lomello Basic geworden, auch wenn es viele verurteilen wegen dieser ganzen Müllproduktion. Stimmt, da habt ihr recht und auch ich versuche es jetzt zu reduzieren. Aber manchmal kann man halt eben nicht drauf verzichten und in dem Fall ist es eben so. Genauso wie es auch bei diesen Tüchern so ist, gab es auch schon ein paar negative Kommentare unter meinen Videos, aber es gehört halt einfach zu meinen Basics dazu, weil es einfach schnell geht. Allerdings versuche ich auch da ein besserer Mensch zu werden und drauf zu verzichten. Und das ist zum einen, denk mit feuchte Allzwecktücher, Limette Basilikum und einmal pure Frische. Eins davon kommt mit in den Wohnwagen, einfach wenn man halt eben schnell nach dem Frühstücken durch die, drüber wischen will, über den Tisch and so on. Dann habe ich aufgrund meines Kleckerkindes mal zum Ausprobieren neu mitgenommen. Frosch wie Gallseife Fleckenzwerg. Ich glaube, das gibt es auch noch gar nicht so lange. Und entfernt Fett, Öl, Soßen, Blut und Eiweißflecken. Wirkt auf pflanzlicher Basis wie Gallseife Fleckenlöser. Ich bin gespannt. Ich will es einfach mal ausprobieren und deswegen habe ich es mir mitgenommen. Das war auch nicht allzu teuer.
weil halt auch nur 75 Milliliter drinnen sind. Aber wenn es was bringt, bin ich natürlich froh, wenn ich jetzt neben dem tollen Vorwaschspray noch was anderes daheim habe. Ja, riecht eigentlich nach nichts und ist hier vorne so ein Schwämmchen dran, das man dann halt benetzt und quasi dann die Stelle, huch, da kommt es schon raus, die Stelle, die man wegmachen möchte oder den Fleck, den man entfernen möchte, eben damit benetzt und dann, wie muss man es denn dann machen, bis zu 10 Minuten einwirken und dann mit in die Waschmaschine wie gewohnt waschen. Ich bin gespannt, es sind ja doch auch die ein oder andere, naja, sagen wir mal, etwas hartnäckigeren Flecken. Und jetzt gerade auch nach dem Urlaub wird sicherlich das ein oder andere Kleidchen, aber auch T-Shirt dabei sein, das voller Bolognese-Soße ist. Meine Eltern und auch mein Bruder waren ja dieses Jahr schon am Wohnwagen und haben gesagt, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Packung Müllbeutel. Und zwar 25 Liter. Und da habe ich jetzt einfach von Profissimo welche mitgenommen. 25 Stück sind da drinnen. Die werden wir natürlich nicht in diesem kompletten Urlaub verbraten, sondern die bleiben dann einfach als Backup mit im Wohnwagen. Und ich habe jetzt einfach mal mit frische Zauber genommen. Also es duftet nicht nach was, sondern es mindert einfach Gerüche. Ja, schadet wahrscheinlich nichts. Kategorie Mundpflege. Ich hatte eigentlich immer ein Mundwasser von Delta Guard, aber anscheinend ist auch das vom Sortiment gegangen bei DM und ich habe noch eine Alternative gesucht. Meine liebe Jule verwendet ja immer dieses Mundwasser von Alverde, aber da ist mir einfach diese Packung zu groß. Die sieht so groß aus wie ein Weichspüler. Deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Ein bisschen kleiner, aber trotzdem noch größer wie das von Delta Guard ist jetzt das Dontodent Mundwasserkonzentrat. Sowas habe ich voll gerne in meiner Schublade im Badezimmer und da kommen früh jeden Morgen ein paar Tröpfchen in mein Gurgelwasser, sage ich jetzt mal. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man da seine Mundflora ordentlich pflegt. Und ich werde es mal ausprobieren, mal gucken, ob es den Steff... Oh, es riecht auf jeden Fall mega. Kennt ihr diese Lifesaver-Bonbons aus Amerika? Genauso riecht und schmeckt es wahrscheinlich. Sehr, sehr fein. Ich bin gespannt, ob es den Steff-Test besteht. Ihr wisst ja, dass ich auf der Dunstabzugshaube in der Küche immer so ein Duftglas stehen habe. Einfach, dass wir halt unseren Wohn-, Ess- und Küchenbereich, der ja im Grunde genommen eins ist, irgendwie immer ein bisschen so beduften. Als Alternative, aber das möchte ich eigentlich ins Gästebadezimmer stellen, habe ich mal von Profissimo den Raumduft Lavendelgarten mitgenommen. Ich persönlich mag den Geruch von Lavendel unwahrscheinlich gerne. Viele finden, dass das so ein Alt-Oma-Geruch ist, aber ich finde es lecker. Es riecht auch nicht so aufdringlich und die, muss ich ehrlich gestehen, Gäste-WC-Tür bei uns steht eigentlich immer offen. Und dann kann es quasi in den vorderen Hausbereich auch mit reinziehen. Und ja, dekomäßig finde ich es eigentlich auch ganz schön. Es ist halt so ein schlichtes Glas mit diesen Holzstäben. Und ich finde, da passt unwahrscheinlich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Profissimo-Marke. Also es gibt ja auch die ganz teuren von, weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißen. Wie heißen die? Puro oder irgendwie so. Da finde ich alle Duftrichtungen auch schrecklich. Und ich würde es halt persönlich nicht einsehen, für so ein Duftglas 10 Euro oder so zu bezahlen. Das meine ich, kostet so um die 2,95 und da ist der Preis und die Leistung absolut gerechtfertigt. Was ich gern zu Hause verwende, was aber auch mit in den Wohnwagen kommt, ist ein Febreze-Spray, also ein Textilerfrischer von Febreze. Ihr müsst euch vorstellen, in einem Wohnwagen hat man ja doch viele Polster und Matratzen und so weiter, auf denen man schläft. And so on, und wenn da die Sonne drauf knallt, riecht es wahrscheinlich ungefähr, also ja, jeder, der den Wohnwagengeruch kennt, weiß, was ich damit meine. Man wird ihn nie ganz wegbekommen. Für mein eigenes Steff-Reinlichkeitsgefühl brauche ich das einfach, dass ich, wenn wir ankommen und diese Polster ja schon auch eine gewisse Zeit mit Sonneneinstrahlung, also sprich in einen heißen Wohnwagen liegen, dann einfach so das Wohnwagenriechen anfangen, brauche ich das für mein Steff-Reinheitsgefühl, dass ich sie raustue, lüfte, benetze sie ordentlich mit dem Febreze Textilerfrischer. Lass es halt schön einwirken und dann kommt es wieder rein. Und auch die Gardinen und so, die bei uns im Wohnwagen hängen, werden damit von mir benetzt. Vielleicht mag die eine oder andere Lady von euch sagen, oh mein Gott, die hat ja einen an der Waffel. Das könnte sogar durchaus sein. Aber ich brauche das einfach für mein Reinheitsgefühl. Ganz unspektakulär. Und ihr seht, da fehlt schon was, weil ich habe es schon gebraucht. Meine Spülmaschine hat schon etwas länger danach geschrien. Ein Klarspüler. Viele Leute verwenden gar keinen Klarspüler mehr, weil die sagen, dass das ja in diesen All-in-One-Completely-Tabs auch schon drinnen ist. Aber ich habe so billig Tabs, mit denen fahre ich mega super. Nichtsdestotrotz brauche ich dann halt einen Klarspüler, sonst wird mein Geschirr einfach nicht schön rein und glänzt. Und auch da bin ich ein bisschen empfindlich.
Genau, aber es ist einfach nur Klarspüler. Thema Waschmittel, da wisst ihr, ich nehme eigentlich sehr gerne Coral. Früher habe ich auch mal Persil ganz gerne genommen oder wo Lu klein war, dieses Persil Sensitive für sie, also für ihre Wäsche. Jetzt habe ich einfach mal in meiner Not, weil es kein Coral bei DM gibt, Spee, die schlaue Art zu waschen. Ich fand es jetzt nicht so mega günstig, also es gibt günstigere. Aber ich finde es vom Geruch her ganz interessant. Und deswegen, wie gesagt, auch bei meiner Wäsche natürlich extrem empfindlich. Aber das hier scheint mir gut zu riechen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Thema Body Lotion. Eine Empfehlung meiner Arbeitskollegen, die sich mega bewährt hat. Zum einen für meine Haut, aber auch zum anderen für Lunas Haut. Ihr wisst ja, Lu, ne, einschmieren and so on. Wir haben ja auch die hellblaue Nivea, aber die habe ich jetzt auch für uns neu entdeckt. Ist einmal die Nivea Repair and Care 72 Stunden Pflege und Linderung von Spannungsgefühlen. Sie riecht meiner Meinung nach sehr gut. So der typische Nivea-Geruch ist da auch in der Basisnote mit drinnen. Und er lässt sich, obwohl so lange pflegt, richtig schön verteilen, was natürlich auch beim Muggi extrem wichtig ist, weil kein Kind bleibt ja irgendwie schön stehen, wenn man so ein total fettiges Ding da auf ihm drauf klatschen muss. Und die zieht schnell weg, die pflegt sehr gut. Die werde ich auf jeden Fall mit in den Sommerurlaub nehmen, also sprich mit nach Kroatien, wenn wir dann geduscht haben, so als After Sun. Einfach, dass sich unsere Haut, wenn wir halt dann nicht mehr der Sonne ausgesetzt sind, abends über Nacht, wo sich ja auch die Haut regeneriert, wirklich sehr, sehr gut regenerieren kann. Topfreiniger, die müssen mit in den Urlaub, die müssen aber auch mit ins Headquarter in die Küche, in unser Herzstück des Hauses, weil wir einfach unsere Töpfe gern reinigen möchten. Und wenn ich mal einfach so drüber Wischiwaschi machen will und eben keinen Topfreiniger brauche, habe ich sehr gerne von Profissimo diese Zellulose Allzweckschwämme, die aussehen wie Brote, wie ich finde. Die mag ich wirklich sehr gerne, weiß ich nicht, weil man die schön knietschen kann und mit denen wische ich halt irgendwie gerne. Hautpflege Luna, und das ist ein absolutes Basic seit Lulu auf der Welt ist, ist dieses kleine Döschen hier. Und zwar ist es die Pflegecreme. Damit pflege ich nur Lus Gesichtshaut und deswegen braucht man natürlich nicht viel. Immer nur so ein kleiner Tupsi-Pupsi. Aber sie pflegt super gut, die fettet auch nicht so arg. Und wenn Lu damit eingecremt ist, und zum Beispiel nach der Badewanne, und sie kommt runter, dann sagt sogar auch Flo immer, riechst du lecker. Natürlich sind Gerüche bei Kindern eher Nebensache, aber man knutscht sein Kind schon auch irgendwie lieber, wenn es so richtig nach Baby riecht. Einfach, weil ich irgendwie mein letztes verloren habe, weil die kann man ja schon öfter verwenden, diese kleinen Freunde hier. Evelyn, 50 Wattestäbchen sind da drinnen. Einfach für meinen Kulturbeutel, wenn es ans Waschhaus geht. Entweder zum Schminken oder halt eben dann doch auch zum, Öhrchen vorsichtig reinigen. Das habe ich ja schon mal in einem anderen DM-Haul erwähnt. Auch wenn immer viele schimpfen, das darf man nicht. Jeder von euch Einzelne daheim macht das. Da schwöre ich mit euch drauf. Aber für den Urlaub habe ich so ein kleines Döschen gebraucht. Irgendwie ist mein anderes weg, deswegen musst du das jetzt mit. Ganz neu für zu Hause, aber eigentlich möchte ich es für den Urlaub. Vom Urlaub habe ich Fußpflege. Ich bin schon ganz nervös, weil ich Fußpflege bei mir selber irgendwie komisch finde. Also ihr wisst ja, ich bin schon so die obligatorische, Tussi möchte ich jetzt mal behaupten, ne? Hier mit Haare und Nägel und Wimpern und Kosmetikterminen, aber Pediküre ist für mich unwahrscheinlich komisch und hatte ich auch erst ein einziges Mal und da war ich in der Flitterwoche mit Flo hochschwanger in so einem mega geilen Wellnesshotel Jagdhof im Bayerischen Wald und da habe ich mir dann halt eine Pediküre gegönnt, weil ich an meine Zehennägel nicht mehr rangekommen bin und ich fand es ganz komisch. Ich fand es ganz komisch, dass da jemand mit scharfen Scheren und Zwickern an meinen Füßen rummacht und ich einfach darauf vertrauen muss, dass der mir dann nicht in die Haut zwickt. Und wenn da jemand vor mir kniet, also wenn jemand vor mir kniend was an mir macht, das finde ich irgendwie so, da fühle ich mich nicht wohl. Das ist irgendwie ganz komisch für mich.
Nichtsdestotrotz habe ich bei meiner lieben Chrissy, die mir auch die Haare und die Wimpern macht, einen Pediküretermin ausgemacht. Einfach auch schon alleine, um die Haut an den Füßen mal ein bisschen wieder richtig schön ordentlich wegzumachen. Das schafft man selber, finde ich, ja immer nicht so. Und sie lackiert sie mir schön, aber ich weiß nicht, ob es hält in den 14 Tagen, wo wir schon sehr viel dem Wasser ausgesetzt sind. Und deswegen nehme ich Nagellack mit und ich wollte kein Nagellack-Entferner-Fläschchen mitnehmen. Da laufe ich nur Gefahr, dass es ausläuft. Und deswegen habe ich mir mal 30 Nagellack-Entferner-Pads mitgenommen. Udelelli! Und zu guter Letzt, und dann habt ihr es schon geschafft, habe ich für meine Lou für schlappe 2,45 Euro auch mal so Haarclipser mitgenommen. Ich habe ja immer, oder eigentlich habe ich ja immer so hochgezwirbelte Haare, wenn ich sie nicht gerade offen trage. Und wenn ich Lou bade oder dann halt ihre Haare gewaschen habe, dann zwirbel ich ihr die auch so hoch wie bei mir, um sie halt ordentlich einzucremen. Und es sieht so süß aus, wenn Luna so hochgezwirbelte Haare hat. Und deswegen habe ich ihr jetzt halt keine schwarzen, sondern ein bisschen so Mädelsfarben, grau und rosa, mitgenommen. Im Urlaub ist es heiß. Luna hat mittlerweile wirklich eine Matte auf. Also die hat echt lange Haare bekommen, die alte Wutzi in der letzten Zeit. Und dann auch einfach mal so, wenn wir essen gehen, anstelle von dem Zopf, kann ich ihr dann einfach die Haare hochzwirbeln, dass sie nicht in der Soße mit rumhängen and so on. Und ja, genau, jetzt hat Luna eben auch zwei so Haarclipsies. That's all! Das war's, meine Liebe. Das war ein, naja, kleiner, aber feiner, mit sehr viel Stäff daneben Gelaber DM-Haul. Und ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich ultra freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Oder einen lieben Kommentar hinterlasst. Und ich bin auch immer gerne offen für Inspirationen bei D&M. Also was gehört zu euren absoluten Must-Haves, wenn ihr zu DM fahrt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht seht ihr dann im nächsten DM-Haul ein Produkt von euch. Ich halte jetzt die Klappe. Ich hoffe, ihr blutet nicht aus den Ohren. Aber so bin ich eben. Und jeder, der mich kennt, kann das bestätigen. Ich kann labern, bis der Arzt kommt. Ich sage wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.